So, und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge bei Rise of Venice und unserem kleinen Mittelmeerabenteuer. So, dann werden wir mal gucken. Ne? Wir müssen noch neuen Arbeitskräfte auftreiben aus genuesischen Städten. Mit ein bisschen Glück können wir das jetzt hier in Neapel schon erledigen. Gucken, ob wir da Glück haben. So, nebenbei werden wir natürlich gleich wieder fleißig Handel treiben. Nicht wieder so viel Umsatz machen, wie geht. So, dann nehmen wir auf dem Rückweg gleich wieder ein bisschen was mit in den anderen Städten. Ah, das sieht schon mal gut aus. Holz haben wir in der Regel ja auch immer ganz gut los. So, wunderbar, dann haben wir auch genügend Arbeitskräfte. Nehmen wir euch alle mit. So, gut. Als nächstes brauchen wir dann bloß noch nach Venedig, ne? Wir haben jetzt noch einen Monat Zeit. Das heißt, wir können jetzt schön gemütlich Richtung Venedig segeln. Zeit können wir uns tatsächlich nehmen. Was wir mal machen werden, wir haben ja schon genügend zusammen, wir werden uns direkt mal den nächsten Rang holen. So, gucken, ob das reicht. Wunderbar, damit haben wir den nächsten Rang geschafft. Du wirst ab heute als Fernkaufmann geführt und darfst bis zu 3 Konvois führen. Außerdem kannst du nun in der Residenz Aufgaben an deine Familienmitglieder verteilen. Aus Freude über deinen Aufstieg haben einige reiche Familien erwürgt, dass du eine Konzession zum Bau von Gebäuden in Palermo erhältst. Praktisch. Aber tatsächlich muss man immer 30 Tage warten, also Ingame-Tage, um den nächsten Aufstieg zu beantragen. Also selbst wenn man jetzt die Voraussetzung schon erreicht hätte, kann man nicht einfach hintereinander wechseln, seine Ränge erhöhen. Muss man immer mal einen kleinen Moment warten. Sprich 30 Ingame-Tage. So, in Durazzo gibt es anscheinend einen Auftrag, den wir machen können. Sieht schon mal gut aus. Gucken wir mal, was wir denn da so einen Auftrag haben. Könnt ihr uns bei einer Sache aushelfen? So, 197 mal Salz. Na, so viel haben wir leider nicht. Hm? Nee, so viel Salz haben wir tatsächlich nicht. So viel Salz haben wir dann doch nicht. So, da haben wir wieder einen guten Gewinn eingestrichen. Nehmen wir gleich wieder Hanf mit. Bisschen Obst. Oh, Baustoffe auch gleich wieder. So, mal wieder randvoll mit wunderbaren Waren hier. Können wir theoretisch gesehen auch in der Werft bei Venedig gleich mal gucken, ob wir vielleicht wieder ein größeres Schiff im Angebot haben. Könnten wir zur Not 2 kleine für eintauschen. Gut, so, was haben wir denn hier? Wir haben ein Problem. Was natürlich schon mal gut ist, wir kriegen relativ großzügige Belohnungen dafür, für das Abschließen. Das ist immer das Gute an der Sache. So, dann schnappen wir uns gleich noch mal ein bisschen Hanf. Das war's sogar schon.
So viel Waren können wir hier diesmal gar nicht mitnehmen, wie ich dachte. So, was fehlt denn zum nächsten Rang? Plus Vermögen, ne? Knappe 80.000. Sieht aktuell gar nicht mal schlecht aus. Müssen wir tatsächlich mal gucken. Vielleicht haben wir mal Glück. Kommt herein. Und kriegen mal einen Auftrag, den wir nebenbei gleich machen können. Ne? Getreide. Getreide haben wir natürlich auch nicht so viel. Jetzt hätten wir mal einen Auftrag für Hanf kriegen müssen. Ne? Den hätten wir direkt erfüllen können. So, aber ein paar andere Waren können wir dafür wieder umsetzen. Schon mal gut aus. Einige Waren, die wir direkt nebenan in Venedig wieder gut loswerden. So, mal auf nach Venedig. Ist aber tatsächlich ein bisschen krass, dass wir hier größer bestraft werden, wenn wir hier Schiffe angreifen von anderen Nationen. So, hier müssen wir jetzt auf jeden Fall auch dran denken, dass wir unsere Mannschaften hier runtersetzen, damit wir die Quest abschließen können. Oh, können wir sogar unsere ganze Ladung gleich löschen. Na gut. Hm. Bisschen was an Ladung können wir gleich wieder einladen. So, bis auf 150 müssen wir runter, ne? So, damit haben wir den Auftrag für die Stadt auch erledigt. Sehr gut. Gucken wir gleich mal, ob wir wieder eine Karte oder sowas bekommen haben. Nee. Aber Ansehen haben wir auf jeden Fall für die Stadt bekommen. Hier müssen wir mal gucken, wo wir die anderen Schatzkartenteile herbekommen. Ne? Hat sich etwa jemand unsittlich verhalten? Müssen wir auch mal ein bisschen ein Auge drauf haben. So, wir haben noch mal einen Auftrag hier, den steht wir machen meiner können. Familie mit Taten zur Seite. Das ist auch interessant zu wissen. Ne? Für jede Schule, die wir irgendwo bauen, kriegen wir Ansehen bei dieser Familie hier. Aber 15.000 für ein Kartenstück? Andererseits machen wir dann wieder Ansehen gut, ne? Machen wir auch schon mal. So, gucken wir mal. Ich hoffe mal, das bringt uns schon ein bisschen was. Oh, den zweiten Teil für eine Karte haben wir bekommen. Naja, aktuell bringt es uns aber noch nicht so viel, ne? So, und gucken wir mal. Ob wir hier irgendwas... Ah, auf so ein Schiff beispielsweise habe ich es nämlich abgesehen. Aber da müsste man Baron sein. In einer Session, die ich vorbereitend mal angetestet hatte, hatte ich das große Glück und habe dieses Schiff bei einem Piratenkonvoi erbeuten können. Die Hoffnung habe ich hier tatsächlich auch noch, dass wir so einem Konvoi nochmal begegnen. Und das Größte, was wir hier momentan bauen können, wäre halt eine Schaluppe oder eine Brig beispielsweise. Ist halt nicht so atemberaubend viel. Ist halt leider nicht so atemberaubend. So. Ja, mal gucken, wie gesagt, vielleicht haben wir auf unserer Reise nochmal die Möglichkeit und der
treffen entweder nochmal einen Piraten. Müssen wir uns einfach mal umgucken. Kommt herein. So, mal gucken, ob das immer noch der gleiche Auftrag ist. Ah, immer noch Getreide. Leider Gottes immer noch Getreide. Ja, aber die Geschäfte, die wir hier machen, sind schon ganz umfangreich. Und da haben wir noch nicht mal die wertvollsten Waren freigeschaltet bis jetzt. So, das sieht gut aus. Haben wir eine schöne Marge, mit der wir auch arbeiten können. So, dann auf zur nächsten Stadt. Wir könnten mal gucken, ob wir uns vielleicht schon mal eine weitere Stadt freischalten. Ne? Hier beispielsweise hier unten Syrakus, weil wir hier halt sowieso laufend dran vorbeisegeln. Würde es sich vielleicht sogar anbieten. Mal, aber das dürfte hier auch noch der gleiche Auftrag sein. Bei einer Sache aushelfen. Leider immer noch der gleiche Auftrag. Ja. Auch wie gesagt, wenn wir momentan nur mit kleinen Warenketten arbeiten, machen wir doch trotzdem ganz gute Geschäfte hier momentan. Doch schon recht zufriedenstellend, muss man gestehen. Aber das kennt er ja bereits. Ne? Wie gesagt, wenn auch in Port Royal oder in Patricia die Let's Plays, die wir gemacht hatten, der Anfang ist halt immer so ein bisschen aufwendig, weil wir halt erstmal mit kleinen Warenbeständen arbeiten können. Gut, euch zu sehen. Denn wir haben auch noch der gleiche Auftrag. So, das Gute ist, wir haben ja gehört, dass die Berberpiraten hier so ein bisschen in der Nähe sind. Ne? Also sprich Richtung Algerien, hier unten so die, der Bereich. Da soll es von Piraten wimmeln. Das heißt, dann werden wir da vielleicht sogar mal Glück haben und da auch mal welche treffen. Wie gesagt, immer mal ein bisschen Auge drauf haben. Mich wundert es, dass wir aktuell noch keine random Ereignisse hatten irgendwie. Keine Schatzkiste oder irgendwas anderes. So, dann holen wir uns hier mal eine Handelslizenz. Ne? 15.000 schon. Ui. Puh, liegt natürlich auch so ein bisschen an unserem Rang. Ne? Je höher wir im Rang aufsteigen, desto teurer wird es natürlich. So, aber wie wir sehen, werden wir auch hier ganz gut Sachen los. Und können halt auch wieder neue Waren einkaufen. Das ist das Gute. Naja, gut, die Bestände sind natürlich wieder nicht gerade atemberaubend. Hm?
Stände sind natürlich auch hier wieder relativ klein. Muss man erstaunen, wie gut die das aufgeteilt haben. Der gesamte Westen so ein bisschen ist Genua-Einflussbereich und der Osten so ein bisschen, oder die Mitte besser gesagt, venezianisch und der Rest dann so ein bisschen osmanisch. Tatsächlich ist es sehr interessant gemacht. So, wunderbar. Können wir gleich wieder ein bisschen austauschen. Also Baustoffe können wir echt nicht meckern, ne? Baustoffe gibt es ja wirklich jede Menge. Ist aber tatsächlich auch so ein bisschen interessant, dass die Gegebenheiten auch hier in der Kampagne immer unterschiedlich sind. Wie gesagt, in der Vorab-Partie, die ich kurz angetestet hatte, bin ich, wie gesagt, einem 75 Kampfstärke-Konvoi begegnet, den ich tatsächlich mit der einen Fregatte, die wir hier aktuell auch haben, besiegt habe. Dadurch hatte ich halt schon ein relativ starkes Schiff. Die Hoffnung hatte ich hier eigentlich auch, muss ich gestehen. So, aber hier wird es uns anscheinend ein bisschen schwieriger gemacht. So, gleich wieder Waren mitnehmen. Gucken wir gleich mal, Holz kriegen wir auch hier wieder. Muss man staunen, ne? Wenn man mal überlegt, dass es mehr oder weniger die Halbinsel ist und durch das mediterrane Klima wahrscheinlich nicht so viel Bauholz gibt. Oh, hier ist eine Pest ausgebrochen in Pisa. Na, Heilige. Wollen wir mal gucken, ob wir das Ding kaputt kriegen? Wieso ist der Turm denn so schief? Tja, beim Bau des Turms wurde nicht berücksichtigt, dass die Grundfläche auf einem ehemaligen Hafenbecken errichtet wurde. Und dadurch der Boden unter dem Gewicht des als freistehender Glockenturm der Kathedrale angedachte Bau einseitig nachgegeben hat. Dies wurde schon beim Bau bemerkt und entsprechend wurde dann ab dem dritten Stockwerk schräg in die andere Richtung gebaut, um die Schieflage ein wenig auszugleichen. Dennoch ist die Neigung sehr deutlich zu erkennen und macht dieses Bauwerk einzigartig. Sei also vorsichtig, wenn du dieses Gebäude anklickst, damit der Turm nicht umfällt. Wir stupsen mal, ne? Mal gucken, was passiert. Schade, nichts passiert. Aber witzig, dass es geht, ne? Das sind halt immer so kleine, witzige Gimmicks, die sie hier ins Spiel mit eingebaut haben. Finde ich tatsächlich ziemlich cool. So, hier sieht es auch wieder ganz gut aus. Können wir auch wieder ein paar satte Gewinne machen. Ja. Bisschen Wein können wir wieder mitnehmen. So, und ironischerweise natürlich wieder Ziegel, ne? Also mit Ziegeln haben sie es hier. Mit Ziegeln haben sie es hier tatsächlich. Tja, bis jetzt relativ ruhig, muss man gestehen. Noch keine Piratenaktivitäten anscheinend. Die Kuriosität, wenn man sich einen Piratenangriff wünscht, ne?
So, dann verschachern wir mal gleich wieder ein bisschen Eisen. Bisschen Wein. So, und nehmen im Gegenzug wieder ein bisschen andere Waren mit. So, klauen wir dem wieder das ganze Holz. Ja, läuft doch momentan ganz gut. Wir haben ein solides Grundeinkommen. Von daher denke ich, passt das ganz gut. So, meine Freunde, meine Uhr sagt mir gerade, wir sind an der Folgen, am Folgenende angekommen. Nächste Runde werden wir dann, wie gesagt, gucken, dass wir uns ein klein bisschen weiter vorwärts bewegen. Und vielleicht werden wir dann auch noch ein zweites Schiff, was wir momentan schon in unserer Flotte haben, einfach mal umrüsten zu einem Geleitschiff. Und daraufhin die Kampfstärke erreichen, um den Auftrag anzunehmen. Gerne wieder fleißig bewerten, fleißig kommentieren. Und dann sehen wir uns schon sehr bald hier in der nächsten Folge bei Rise of Venice. Bis dahin immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel. Und ciao, ciao.